Also zum Nachtsegeln zu zweit gibt es das ganz klare seemannschaftliche Regeln. Wir müssen nach Heiligenhafen. Das sind über 30 Seemeilen von hier. Also es wird unsere erste Nachtfahrt werden. Dann startet heute die mit Abstand größte Herausforderung. Fahren Sie nach zwei. Nächstes Update. Ich habe so einen kleinen 10-Minuten-Nap gemacht. Ja, ich habe hier alles im Griff. Der Mond scheint hell, also dunkler wird's nicht mehr. Guten Morgen zusammen oder eher guten Mittag. Wir fahren jetzt zum Wir spazieren jetzt zum nächsten Supermarkt und werden noch ein bisschen Proviant besorgen, ein bisschen Wasser, ein bisschen Brot und was es sonst noch alles so gibt. Bei feinstem Wetter. Heute bleiben wir auch noch hier und dann gucken wir mal, wie es morgen ausschaut. Nach Einkaufen und einem kleinen Snack geht es jetzt heute ins U-Boot. Wir dürfen leider nicht filmen. Also man darf nicht filmen, steht da glaube ich dran. Deswegen filmen wir natürlich auch nicht. So Leute, wie ihr seht, ist es schon ordentlich dunkel. Wir müssen heute jetzt noch was testen, was ich vor der Reise schon repariert habe. Denn es könnte sein, dass wir das demnächst gebrauchen werden. So, ich gehe jetzt einmal raus. Ihr seht nicht so viel, hoffentlich seht ihr gleich mehr. Tjag macht jetzt gleich einmal die Lichter an. Welches machst du zuerst an? Ich mache quasi Bug und Heck. Heck guck ich, Buch musst du vorne gucken. Ja, dann gehe ich erstmal nach vorne. Jetzt, ja. Vorne leuchtet schon mal. Ja, man sieht so in der Ferne was leuchten. Okay, ja, der leuchtet auch. Ja, mehr brauchen wir ja nicht. Guten Morgen, heute ist Dienstag und wir werden gleich frühstücken und dann gehen wir noch mal zum Supermarkt. Wir müssen mich noch was besorgen. Ich habe mir ja so eine grandiose Tasse besorgt, die extra so an so einem Benzel hängt. Kann man sich die so schön so. Also die ist natürlich nicht für Kaffee gedacht. Und mein Papa findet die so cool, dass er auch eine haben will, deswegen besorgen wir noch eine. Ja. Ansonsten steht heute noch was Krasses an. Tjag sitzt schon hier noch unter der sicheren Kuchenbude. Die wird demnächst abgebaut. Und die Mera wird wieder ein bisschen vorbereitet, ein bisschen seeklar gemacht. Wir wollen nämlich heute weiter. Und wir wollen heute Abend weiter. Beziehungsweise. Wir müssen heute Abend weiter. Beziehungsweise heute Nacht. Also es wird unsere erste Nachtfahrt werden. Ja. Ich bin schon aufgeregt, muss ich gestehen. Aber wir haben da jetzt auch so ein bisschen mit Ulf drüber gesprochen. Er hat uns so ein paar Tipps gegeben, auf was man so achten muss. Und eigentlich ist es ja das Gleiche wie immer, nur halt im Dunkeln. Und ja, aktuell wird es ja auch gar nicht so richtig dunkel. Also wenn der Himmel relativ klar ist, dann ist es ja erst um, keine Ahnung, gegen Mitternacht wirklich dunkel und dann dämmert es auch schon immer recht früh. Aber wir müssen nach Heiligenhafen. Das sind über 30 Seemeilen von hier. Heißt schon ein paar Stunden segeln und wir müssen durch das Schießgebiet von Putlos und Todendorf, heißt es glaube ich. Und da die halt immer von 9 bis 17 Uhr, glaube ich, diese Woche schießen und Mittwochnacht und Donnerstagnacht sogar bis 0:30 Uhr Sonderzeiten manchmal haben,
können wir eigentlich nur nachts fahren, damit wir da gerade durch können und nicht irgendwie einen Umweg von 15 Meilen haben. Ja, das ist unser Plan. Der Wind soll deutlich weniger werden zum Abend hin. Heute über Tag soll es noch mal ein bisschen böig sein. Und dann muss ich hier parallel mal kurz gucken, wie das aussieht. Genau, heute ist Dienstag, 11 Uhr. Da ist es noch alles, sag ich mal, grün, heißt bis böig bis 23 Knoten, sagt hier Leuchtturm auch aktuell. Wird also schon deutlich besser. Wenn man jetzt hier mal weiter guckt, 17 Uhr ist auch noch nichts für uns, aber so ab 20 Uhr geht es in den Bereich, den wir uns einfach gut zutrauen, auch über Nacht gut zutrauen. Ab 23 Uhr seht ihr, ist gar kein Problem mehr. Die Nacht über wird auch gut. Ja, und ab 8 Uhr wird es dann nochmal, also der Mittwoch, wenn ihr es seht, wird nochmal orange-rot. Da sind wir dann hoffentlich schon in Heiligenhafen. Wir nutzen also dieses Windfenster, um, sag ich mal, hier abzuhauen. Wir sind jetzt echt schon lange in Laboe, seit Freitag, glaube ich, heute ist Dienstag. Es war aber auch wirklich schön hier, also man konnte sich hier echt gut beschäftigen. Nur man will jetzt auch langsam weiter und unser Urlaub ist ja auch nur noch diese Woche. Genau, sind mal gespannt, ob die App so stimmt und das heute Abend dann wirklich so gut möglich ist. Ja, Thema Vorbereitung. Wir haben gestern Abend die Lichter gecheckt. Wir haben Kurs alles geguckt, den Hafen angeguckt in Heiligenhafen, weil, also hier ist ja eigentlich alles super betont. Von daher auf dem Wasser wüsste ich jetzt nicht, was da groß passieren könnte. Aber natürlich nachts in einen Hafen, in dem man erst einmal war und wir waren noch gar nicht in allen Häfen in Heiligenhafen, da reinzufahren ist natürlich immer noch mal was anderes, deswegen haben wir uns die angeguckt. Ja, wir werden ansonsten jetzt alles vorbereiten, schon mal die Kopflampen laden und alles, was man irgendwie heute Abend, heute Nacht brauchen könnte, parat haben. Wir waren jetzt gerade wieder beim Supermarkt und haben so einen richtigen Touri-Einkauf gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Tassen. Ich habe jetzt für meine Oma, für meine Mama und für meinen Papa noch eine mitgenommen. Und Tjak hat auch eine. Wir sind schlimm. Ja, was soll ich machen? Die sind einfach cool. Aber wir haben noch was. Ja, Tjak hat dann was entdeckt. Das habe ich gleich gerochen. Köstlich schmeckt der Hahn am Wagen. Ihr könnt ihn auch nach Hause tragen. Das machen wir jetzt. Zum Boot. Ein halbes Hähnchen mit Pommes. Eigentlich wollten wir heute selber kochen, aber Tjak ist schlimm, ihr wisst das ja. Wir kochen heute Abend selber. Aber ich brauche für die Überfahrt eine Stärkung. Ich habe mir einen Gurkensalat mitgenommen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gut, dass wir die Kuchenbude schon abgebaut haben. Alter Schwede. Jetzt kommt es richtig runter, ey. Guck hier mal raus, Tjak. Oh. Oh, hoffentlich ist gerade keiner auf dem Wasser, ey. Das ist ja richtig hart. Durch den Regen, ne? Durch den Wind. Ja, genau. Das ist ein richtiger Schnacker. Heute gibt es frühes Abendessen. Quasi eine Ablegemahlzeit. Kartoffelpuffer. Yes. Wir checken die ganze Zeit den Wind. Circa noch eine Stunde. Dann müssten wir eigentlich losfahren. Aber das schauen wir mal. Ja, ist es jetzt nicht irgendwie 6:30? Ja. Ja, also gegen 8 soll der Wind schon nur noch 15 Knoten haben. Das ist mehr als eine Stunde. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 10 vor 8, 19.50 Uhr und um 8 kommt gleich nochmal eine Wetterdurchsage. Die hören wir uns nochmal an. Aktuell sieht es so aus, dass es deutlich weniger Welle, also abnehmende Welle und auch abnehmende Böen sind. Kiel Leuchtturm ist immer noch gut böig dabei, aber es soll so gegen 8, 9 Uhr deutlich weniger werden. Ja. Stimmung einfangen, Leute. Ui. Es geht gleich los. Gerade kommt nochmal eine kleine Böe rein. Wind ist deutlich weniger geworden. Kiel Leuchtturm ist draußen noch ein bisschen mehr. Aber wir warten, denke ich mal, jetzt noch so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Wir haben ja Zeit zum Morgen hin. Machen wir uns fertig, sind schon angeplündert. Ölzeug kommt natürlich an. Warme Sachen. Ja, und dann startet heute die mit Abstand größte Herausforderung
die wir bisher hatten. Also dagegen ist die Überfahrt von Fehmarn nach Bagenkop, glaube ich, gar nichts. Aber ich habe überhaupt keinen Zweifel. Sollen wir super rocken. Wetterfenster passt perfekt. Schaffen es mit der Zeit ohne Probleme. Im Notfall kommt die Maschine an und wir Motoren halt. Also wir werden erstmal den Wind nutzen. Und dann schauen wir mal. Ich bin total zum Wookie geworden. Habe meinen Rasierer nicht mitgenommen, weil ich dachte, das sind ja nur 3 Wochen. Jetzt sehe ich aus wie ein Seebär. Aber das ist für heute ja nur gut. Chef. Ja? Wie ist dein Gefühl? Jetzt, wo ich gesehen habe, dass auch noch andere den Hafen verlassen, nicht mehr ganz so aufgeregt. Aber ich bin schon aufgeregt. Also ich war nachts schon öfters mal mit dem Segelboot unterwegs tatsächlich, aber halt als Mitfahrer und als Teenager, also Kind, da hat man das nicht so, da hat man halt gepennt so, das hat man nicht mitbekommen und jetzt ist man selber so verantwortlich. Ja, aber die Bedingungen sind gut, werden wir schon hinbekommen. Ohne Probleme schaffen wir das natürlich. Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber habe tatsächlich überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir das nicht packen sollten. Also es passt eigentlich jetzt perfekt. Das ist genau das Fenster, was wir brauchen. Und das nehmen wir jetzt auch. Heiligenhafen ist riesig, da sind genug Marinas, da wird ein freier Liegeplatz sein. Und ansonsten binden wir uns quer hinter die Deiben einfach lang, fertig. Morgen wäre eh keiner los, da ist nämlich Orkanwarnung. Die Mera ist stark, klar, wir sind es auch. Boot ist bereit, Springs sind gelöst, Stromkabel ist ab. Wir sind bereit, Leute, für die Feuertaufe. Also, wir fahren rückwärts in die Richtung raus. Der Wind dreht uns ein bisschen rüber, das heißt, wir müssen genau da in die Richtung kommen. Du ziehst den Plastik durch? Genau, ich ziehe den Plastik durch. Schub nach hinten, gar nicht so viel, der Wind drückt uns. Ja. Und dann fahren wir da. Hier am Steuerbord aus. Genau, wir fahren da rum. Kommt von da. Hier in dem silbernen Vorbeifahren raus. Fahren erstmal ein Stück gerade raus. Fahren dann in den Wind. Genua und dann raus aus der Förde. Du sagst Bescheid, wenn du bereit bist. Durchgezogen und dann ist er an diesem offenen Ding hängen geblieben, weißt du? Das ist ja ein Scheißding und kein Ring. Sorry Mama, sorry Papa, ihr werdet das morgen erst erfahren. Wollt euch nicht verrückt machen. Außerhalb des Fahrwassers bleiben wegen dem Großen. Die Mera läuft ganz gut, wir machen das schon. Ich würde sagen, unser Segelboot war schon öfters als wir nachts unterwegs. Das denke ich auch. Oh, ich bin so aufgeregt, also positiv auch. Also ich bin super gespannt einfach. Alles gut? Ja, ich stehe hier noch besser. Okay. Hinter uns seht ihr vielleicht irgendwo noch einen Komparsen. Aber er biegt ein bisschen ab. Ja, wir halten uns außerhalb vom Fahrwasser. Ja, aber da sind die Boje, ne? Ja, wir halten uns außerhalb vom Fahrwasser, aber natürlich nicht aufgrund. Ja, es geht los. Ja,
es wird, glaube ich, eine unglaublich geile Erfahrung werden. Ich hoffe einfach nur, wir kriegen Liegeplatz oder einen Liegehafen. Meine größte Sorge überall. Ich hatte bisher immer recht, dass wir überall einen Liegeplatz kriegen. Deswegen habe ich überhaupt gar keine Gedanken daran, dass es nicht klappt. Ich erzähle euch jetzt nochmal unsere Vorbereitung. Genau, wir werden auf jeden Fall gleich achten, dass wir im Boot überwiegend sitzen und nicht stehen, so wie Tiak es jetzt noch macht. Nur jetzt ist für die Übersicht gerade noch ganz gut. Sobald es dunkel wird, wird sich hingesetzt. Genau, wir haben jetzt hier die Festmacher. Die liegen noch bereit hier hinten. Einfach nur, falls irgendwas ist, falls man Leine braucht, dann liegt die schnell bereit, aufgeviert mit großen Palstick, wo man zur Not, sag ich mal, sich reinschlüpft oder wie auch immer. Wir haben hier innen drin alles bereitgelegt, Handschuhe, was gegen Übelkeit, Kopflampe, hier den Live-Gurt, Fernglas, Kurbel, die Jacken ziehen wir gleich noch an. Bisher laufen wir mit 3,3 Knoten. Wir machen jetzt auf die Genua ein bisschen. Ja. Oh, das wird was, Leute. Hier übrigens, Schrittgurt läuft, also. Vorschriftsmäßig. Sehr, sehr cool. Wir sind so parallel mit Ulf im Kontakt, der uns hier auch so viele Tipps gegeben hat und alles. Da auch nochmal ganz vielen Dank. Und ich hatte ihn eben ein Video geschickt von uns und dem großen Boot, was ihr gerade gesehen habt. Die Fähre war das, glaube ich. Und da hatte er mal geguckt online bei der Webcam. Von dem Marinedenkmal ist das, glaube ich, von dem Turm. Und da hat man einfach uns drauf gesehen, neben diesem großen Pott. Also natürlich ganz klein verschwommen, aber wie cool ist das bitte? Was für ein lustiger Zufall gerade. Ja, richtig cool. Bisher laufen wir jetzt 3,5 Knoten, also gar nicht so krass. Im Hafen hat sich das alles ein bisschen wilder angefühlt, muss ich sagen. Also aktuell stimmen die Wettervorhersagen. Ja, auf in die Nacht. Genau, wir gucken mal, wir sind jetzt in der Förde, Kiel Leuchtturm ist immer noch mal ein anderer Schnack, deswegen fahren wir jetzt auch weiterhin so defensiv, nur mit dem Vorsegel und fahren jetzt hier gemütlich raus und gucken erstmal, wenn wir da quasi um die Kurve rumfahren, wie es dann aussieht. Ja. Tschüss Labö, du hast uns gut beherbergt. Gut beherbergt, Tage. Auf jeden Fall. Labö, du bist sehr schön, willkommen wieder. Wenn man durchs Schießgebiet fahren darf über Tag. Ja, da dürfen wir jetzt übrigens durchfahren, haben wir schon erzählt. Die Zeiten sind vorbei, also 17 Uhr ist vorbei. Und heute ist auch kein Sondertag, wo die bis 0.30 Uhr schießen. Das wäre morgen. Das wäre morgen. Morgen sollen übrigens Orkanböen kommen, erst ab mittags aber. Das verbringen wir dann hoffentlich sicher an Heiligenhafen. Wer hätte das gedacht, dass wir einfach jetzt bei dieser Reise noch eine Nachtfahrt bei haben? Wir zwei Dussel, ey. Naja. Wer hätte das gedacht, ey? Wer hätte das gedacht? Naja, manchmal ist es halt, wie es ist. Und bisher kann sich das gut sehen lassen, würde ich sagen. Traumhaft. Sonne geht langsam unter. Wir sind immer weiter raus aus der Förde. In der Ferne sieht man den Leuchtturm. Da vor uns ist, glaube ich, sogar noch ein Segler oder ist es eine Tonne? Ist noch zu weit weg. Wann machen wir dann Beleuchtung an? Wenn die Sonne gleich untergekommen ist. Okay. Guck nicht so grimmig. Weg ist sie.
Und es ist noch hell. Sancho steuert wie gewohnt. Noch 7,5 Stunden. Also rein in die Nacht. Es gibt jetzt noch Armbrot. Nein, hatten wir schon. Mitternachtssnack. Wird die Candy Bar immer aufgemacht. Dann gibt es zum Frühstück Dosenravioli. Nein, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was noch so passiert in den nächsten Stunden. Der Wind soll uns ja eigentlich verlassen, also wahrscheinlich wird es ein bisschen weniger werden und wir müssen wahrscheinlich auch noch Motoren zusätzlich. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, vor 8 Uhr in Heiligenhafen zu sein, weil dann soll es böig werden. Das kriegen wir hin. Als wäre jemand mit einem Pinsel einmal in den Aquarellkasten gegangen und hätte ein Bild gemalt. Wind läuft 4,5 West-West-4 vor und der aktuelle Pegelstand liegt bei 4,2 Meter und gibt sich nicht platt. Es liegt eine starke und warme Vorwellwarnung aus West-West-West mit der Stärke 5,6 Meter und 7,5. Ende der Lagemeldung, die nächste Lagemeldung hören Sie in einer Stunde ein. Der letzte Rest der Sonne sieht auf dem Video ein bisschen heller aus, als es ist. Gleich wird's dunkel. Kleiner Zwischenbericht. Es ist 23 Uhr und im Hintergrund sieht man noch ein bisschen Sonne. Ja. Licht. Ja, Sonne, Abenddämmerung. Licht. Abenddämmerung. Ja. Vor uns ist die Küste und die ist ordentlich beleuchtet. Das seht ihr aber schlecht, deswegen da halten wir gar nicht erst drauf. Wir laufen konstante 3,5-4 Knoten. Gerade echt gut, ja. Wir haben das Groß im ersten Reff und die Genua. Wir haben Halbwindkurs, fahren beides weit auf. Bisher, toi toi toi, läuft alles gut. Sancho hört ihr im Hintergrund fleißig arbeiten. Ja, wir fahren jetzt Richtung Schießgebiet. Ja, wir hören hier stündlich, gucken wir bei den Wetterbericht rein. Aber eigentlich sind wir gut. Wenn wir so weiter durchkommen, sind wir gegen 6 Uhr morgens oder doch zwischen 5 und 6 Uhr morgens in Heiligenhafen. Das wäre das anvisierte Ziel. Ja. Ab 8 Uhr soll es wieder ein bisschen windiger werden. Genau. Und ab 4 dämmert es, so 4 Uhr 20, 4 Uhr 30 geht die Sonne auf. Ja, dann das wäre bei Sonnenlicht, Tageslicht in den Hafen einlaufen können. Genau, schauen wir mal. Hoffentlich schaffen wir das. Ohne viel Lärm zu machen, damit wir niemanden wecken. Ja, das kriegen wir hin. Ganz lustig, man hört hier durch den Wind vom Strand immer mal Geräusche. Oder auch Autos, weil wir so küstennah fahren. Ich denke mal die ganze Zeit, das ist ein Motorboot hinter einem oder so. Das ist halt die Straße. Ich dachte hier eben auch schon, was war ein Motorrad. Ja. Bisher hat es was ganz Idyllisches. Wir fahren jetzt hier gleich durchs Schießgebiet. Oder fahren wir sogar schon? Nee, das dauert noch ein bisschen. Da müssen wir ein bisschen auf die Betonung aufpassen. Die sind aber ja eigentlich auch beleuchtet. Ihr kriegt auch ein stündliches Update. Die nächste Meldung dann wieder um Mitternacht. Ihr seht uns wahrscheinlich nicht, aber ihr seht das iPad. Und ihr hört uns, das ist auch gut. Es ist Mitternacht, eine Stunde später. Wir laufen hier mit 4,5 bis 5,5 Knoten. Immer noch Head in Kurs, richtig gut. Die Welle surft ganz gut mit uns, kommt von hinten, ist also auch auf unserer Seite. Wir hören schon immer noch. Ja,
läuft also alles noch gut bisher. Ja, sind im Schießgebiet, haben die erste Tonnenmarkierung passiert und fahren da jetzt ganz entspannt durch. So, seht ihr uns, ja, beim Dussel. Ja, wir haben es jetzt gleich 12:30, alles unverändert. Wir laufen hier super durch und sind mega happy, dass wir diesen wunderschönen Mond heute sehen können. Ja, es ist wirklich traumhaft. Einfach ein roter, fast Vollmond. Gestern war Vollmond, also heute ist es schon ein bisschen abnehmend. Ja, richtig, richtig tolle Erfahrung bisher. Wir hoffen, es bleibt so schön. Bestimmt. Schaut mal, wie gut unsere Kopflampen sind. Der Windex leuchtet, man sieht ihn gut. Krass, wie hell, ne? Freunde, wir haben die Hälfte geschafft. Meilentechnisch sind fast 4 Stunden unterwegs, 3,5 bis 4 werden es noch. Laufen weiterhin super. Können uns nicht beschweren. Ja, alles gut. Ist auch noch nicht zu kalt, also wir sind gut dick eingepackt. Ein Hoch auf unsere Klamotten. Ja. Der Mond ist schön aufgegangen. Wie wir mittlerweile vielleicht sehen, ein bisschen da hinten. Ist jetzt gerade hinter einer Wolke, aber der leuchtet dann natürlich auch schon. Ja, ansonsten steuert Sancho uns hier astrein durch die Wellen. Kommen auch aus einem ganz guten Winkel. Wir sind eigentlich happy. Ja. Quasi nach 2. Nächstes Update. Oh, meine Mütze. So. Eigentlich ist noch alles unverändert. Ja, Heiligenhafen ist gefühlt schon in Sicht. Ja, ich habe so einen kleinen 10-Minuten-Nap gemacht. Ja, ich habe hier alles im Griff. Schießgebiet ist gleich vorbei. So, der Mond scheint hell, also dunkler wird's nicht mehr. Wir sind fast ein bisschen zu schnell. Ich würde gerne mehr im Hellen ankommen. Ja, das können wir ja selber kontrollieren. Dann ist ja eh unter Motor. Und dann werden wir ganz gemütlich reinfahren, dass es schön hell ist, wenn wir anlegen wollen. Ja. So, das nächste Update. Ihr könnt uns sehen, daran seht ihr, ja, dass irgendwie die Sonne jetzt dieses Mal aufgeht. Dämmert schon, Morgendämmerung. Und hier im Hintergrund sieht man die wunderschöne Skyline von Heiligenhafen. Wir sind kurz vorm Ziel, es sind noch 2,7 Meilen, dann sind wir da. Ja, ich würde sagen, das haben wir 1A gemeistert. Also, wir sind hier so durchgeschossen, wir mussten an den Segeln kaum was machen. Ja, hat alles gepasst. Haben immer mega. Noch, ja, haben halt mit der Zeit die Segel immer weiter ein bisschen rangeholt, dass wir dann näher an den Wind waren. Haben immer noch das erste Reff im Gruß und was war unsere Durchschnittsgeschwindigkeit? 5 Knoten? 5,5? Nee, also insgesamt sind wir jetzt irgendwie bei 4,2, 4,3 oder so. Ja. Aber quasi aus der, also wir haben in der Kieler Förde waren wir doch ein bisschen langsam. Aber sobald wir da raus waren, quasi jetzt hier rüber durchs Schießgebiet, da waren wir, glaube ich, im Durchschnitt bei 5 Knoten. Ja. Das ging echt richtig gut. Mega gut. Ja, jetzt heißt es gleich, Segel reinholen, so in 10, 20 Minuten. Und dann ganz entspannt in den Hafen.